Ich bin dankbar für die Entscheidung des Humboldt-Forums, am Christlichen Kreuz auf der Kuppel des rekonstruierten Berliner Stadtschlosses festzuhalten. Das sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford Strohm, beim Jahresempfang der EKD in Berlin. Daran nahmen rund 800 Gäste aus Politik und Gesellschaft teil. Von linksorientierter Seite wie von atheistischen Organisationen war gefordert worden, das Kreuz nicht aufzustellen. Es hält einer Gesellschaft den Spiegel vor, die viel zu oft an den Leidenden vorbeisieht, die Jesus als die geringsten seiner Brüder und Schwestern bezeichnet. Aber genau so drückt es das allein aus Gnade heute aus. Und genau am 25. Juni sollen Christen weltweit im Gottesdienst das Lied mit dem Titel »Für den Herrn« singen. Dazu hat das evangelische Missionswerk OMF International die frühere überseeische Missionsgemeinschaft eingeladen. Die Aktion unter dem Motto »Weltweites Singen für Mission« will dazu beitragen, dass die Weltmission in Gemeinden Thema bleibt. Der Regionalleiter des Missionswerks, Joachim König, nannte es sehr bewegend, wenn sich Christen weltweit in dem Wunsch vereinen, Jesus Christus bekannt zu machen. Vergangenes Jahr haben knapp 1,1 Millionen Teilnehmer in 5.500 Gemeinden mitgemacht. Für die Aktion kann man sich im Internet unter www.omf.de registrieren. Dieses Wochenende endet die längste Zeltevangelisation des christlichen Missionswerkes Evangelisationsteam e.V. in Werdau. Nach knapp 3 Wochen stellt sich die Frage, wie zeitgemäß dieses Konzept noch ist. Für Betriebsfeste und Vereinsfeiern werden Zelte aufgebaut. Und so ist es auch für Veranstaltungen, um suchende Menschen zu Jesus Christus einzuladen, ist der Zelt ein idealer Ort mit der niedrigsten Hemmschwelle. Der Evangelist Lutz Schäufler beobachtet bei einer längeren Zeltmission einen Gewöhnungseffekt, der sich am Ende positiv auswirkt. Am ersten Tag kommen die Christen und gucken erst mal, ob man jemanden mitbringen kann, einladen kann, dass man sich nicht blamiert. Am zweiten Tag laden sie ein, am dritten Tag können die Leute noch nicht. Und dann am vierten, wenn es sonst schon vorbei ist, da können die vielleicht erst kommen. Also ich sage mir mal, der Prozess lohnt sich auf jeden Fall und hier merken wir das. Laut Veranstalter kommen immer noch mehr als ein Drittel fremde Leute ins Zelt. Manche von ihnen treffen eine Entscheidung für den Glauben. Ich bin hier ins Zelt gekommen und bin am 10. Juni zum Kreuz gegangen und habe mich Jesus gegeben, mein Leben ihm gegeben und es hat mir gut getan. Ich bin richtig glücklich darüber, dass ich es gemacht habe und ich würde es jedem wirklich sagen, er soll es auch tun.